So, ich starte, du fühlst so ein bisschen mit. Ne? Mhm. So, wir sind nicht ganz ausgerichtet, ne, mit der Schnauze, aber wir haben ein bisschen gepennt. Also müssen wir rechts schon mal ein bisschen vorhalten. Ne? Mhm. Lass es starten. So. So, guck, Seil ist straff. Mhm. Ne? Gleich rechts treten, weil. Jawohl. So. Und in sich steigen lassen. Ne? Ja. So, doppelte Baumhöhe und jetzt können wir uns reinlegen. So, rechts ein bisschen treten. Ne? Mhm. Ich will noch die Geschwindigkeit ab, nicht unter 90. Mit der Thermik hier. Bisschen mehr ziehen. Wir sind schon 500. Ja. Nicht schlecht. Das warst du. Richtig. Echt? Mhm. Cool. Raus. Alles klar. Ja, eigentlich sind wir bei 700 jetzt. Ja, dann fliegen wir jetzt noch einen halben Kreis. Dann zeigt die Nase so einigermaßen Richtung Süden, dann fliegen wir geradeaus. Ja? Okay. Fliegen wir wieder Richtung Hennigendorf. Weißt du, welches das war? Da. Ja, genau. Von vorne. Schon 800. Ja, ja. Hier, ab hier dürfen wir höher. Dir einen Punkt, auf den du zuhältst. Ja. Und dann möchte ich dir noch, dass du da hinten bist. Dann versuchst du so irgendwo zwischen 90 und 100 zu fliegen. Jetzt muss man ein bisschen nach vorne drücken, wenn du. Das musst du selber ein bisschen ausprobieren. Hier links unter uns ist es Merkensmühle. Ja, okay. Genau. Und ein Stückchen weiter, das ist Libets, ein kleines Dorf hier links vor uns. Da steigen immer noch. Ja, dann gib mal ein bisschen Gas. Okay. So, wie hoch sind wir denn noch? 350, ja. Darf ich mal landen versuchen? Ja, darfst du das. Gut. So, jetzt müsstest du dich mal zurückschummeln, wenn wir jetzt mal was langsam gerade. Oh, jetzt ist besser. Jetzt müsstest du erstmal zurück in die Platzrunde schummeln. Also rechts, links. Ist egal jetzt. Bei der Höhe ist es noch egal. Hey, nicht die Nase hochnehmen, das wird gefährlich jetzt. Okay. Ja? Yep. Grüner KZ. So. Ja, genau. So, du musst aber jetzt auch nicht zu schnell werden. Fliegst du geradeaus. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Jawohl. Aber jetzt sind wir hinterm T. Da habe ich gesagt, da hast du als Flugschüler erstmal noch nichts zu suchen. Ja? Also jetzt zumindest nicht in den Höhen. Jenseits von 350, 400 Meter ist mir das egal, weil du musst ja jederzeit rechnen, dass nochmal ein Fremder kommt. Ja. Ja. So, und dann gerade du, ja, fängst ja gerade erst an und bist dann garantiert überfordert, wenn jetzt plötzlich jetzt die anderen noch erscheinen. So, geht du ganz schön runter, so jetzt ein bisschen Gas geben musst du schon. Und dann Rechtskurve und genau, dann links. Genau, genau. 180 Grad Rechtskurve. Wenn du willst, kann ich dir die Meldung machen. Ja, mach das bitte. Melde 3-9 Position zu landen. Oh, warte mal. Nicht ganz so schnell. Jetzt musst du ruhig werden. Okay. Ja, du bist weiter dran. Ich habe jetzt kurz hier die Geschwindigkeit weggezogen. Ja. So, jetzt fliegst du an den Platz ran. Okay. Kann man ein klein bisschen korrigieren nur. Ja. Du bist weiter dran. So. Nee, du bist noch zu früh. Zu früh? Okay. Warte bitte. So, jetzt links rum. So, genau, nicht zu steil. Schön sauber fliegen. Hand schon mal in die Klappen. Ja. Das ist vielleicht noch nervös. So, jetzt geradeaus. Geradeaus, jawohl, 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 jawohl. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, jetzt kurz nach rechts gucken, dass wir kein Motor.
Klappen den Riegel, Hälfte raus. Und jetzt schön die 100 halten, ist wichtig. Jo. Ja, machst du schon gut. Das ist sehr gut. So, wenn du langsamer wirst, die Klappen erstmal rein. Aber jetzt musst du alle ein bisschen kraftvoll. Und jetzt schön parallel mit dem Boden schweben. Jawohl, sehr gut. Und jetzt langsam die Klappen rausnehmen, damit du langsamer wirst. Jawohl. Sehr gut. So, jetzt Richtung halten. Perfekt. Ja gut, also ich sag mal so, zu 80% hast du die Landung selber gemacht. Cool. Danke. Also du machst dann das, was ich will. Vielen Dank für die Vertrauen. Ja, gerne. Puh, Mann, ich kann jetzt nicht mehr hören. Ja, wir hatten jetzt zum Schluss ganz schön starkes Sinken. Das merkst du sofort auf den Ohren. Ja. Ne? Aber das war geil. Ja, ne? Also, ne? Nee, auch die Landeeinteilung, ja, du hast ein bisschen Angst, du willst ein bisschen sehr dicht dran. Also ich hatte überhaupt keine Angst. Naja, oder sag mal, du warst ein bisschen vorsichtig, also du wolltest immer zu früh einleiten. Ich habe selbst gelandet. Stark, hat richtig gemacht. Ah. Willi ist gerade voller Adrenalin.